Gut, wir sind in der fünften Klasse, wir wollen große Zahlen miteinander multiplizieren. Ich habe hier die Überschrift gewählt, bin mal gespannt, ob das jetzt aufgezeichnet wird. Aber wie auch immer, wir kennen ja die Multiplikation von relativ kleinen Zahlen, indem man zum Beispiel sagt, 871 mal 4, dann ist das kein Problem. Ne? Dann gehen wir hier bei und sagen, 4 mal 1 ist 4, wir schreiben immer schön untereinander. 4 mal 7 ist 28, ich empfehle hier eine kleine 2 zu schreiben. Denn jetzt kann man auch mal kurz aufhören und kann die Sache wieder aufnehmen und kann sagen, aha, 4 mal 7 ist 28, da ist sie. Und 4 mal 8 ist 32 und die 2 dazu ist 34, dann malt man einfach drüber. Das ist eine einfache Geschichte, aber was ist wenn? Und jetzt kommen wir zu größeren Zahlen. Nehmen wir die 871 ruhig nochmal, mal, nehmen wir mal 34. Jetzt wird die Zahl größer. Jetzt Achtung, bitte immer mit der ersten Zahl anfangen und genau hier drunter schreiben. Da drunter schreiben, dann klappt das auch. Also, wir fangen an. 3 mal 1 ist 3. Ne? Genau hier drunter anfangen. 3 mal 7 ist 21. Ich empfehle jetzt nicht hier irgendwelche Merkzahlen reinzuschreiben, sondern wieder hier klein. 21. Jetzt kann ich nämlich aufhören und kann sagen, okay, wenn ich wiederkomme, wo war ich? 3 mal 7, hier steht eine 21. Das kann nur 3 mal 7 gewesen sein. Und jetzt 3 mal 8 ist 24 und Achtung, die 2, die ich mir hier noch leise hingeschrieben habe, 3 mal 8 ist 24 plus 2 ist 26. Das malt man einfach drüber. Jetzt gehen wir an der Stelle weiter. Ich zeige mal kurz hier, jetzt an der Stelle. So, und jetzt sagen wir ganz einfach, okay, 4 mal 1 ist 4. Schön unter der 4 bleiben. Achtung, die nächste Zahl, die muss hier drunter unter der 3 erscheinen. 4 mal 7 ist 28, wir kennen das ja wieder. Die kleine 2. 4 mal 8 ist 32. 4 mal 8 ist 32 und die 2 sind 34. Wir machen einen Strich drunter und jetzt wird das ganze Zeug addiert. Nicht hier oben irgendwie mit den Zahlen noch vermischen, sondern nur, ich highlighte das nochmal, hier diese beiden Zahlen. Es müssen zwei Zahlen sein, denn ich habe hier eine zweistellige Zahl gehabt. Diese beiden Zahlen miteinander addieren. Hier steht nichts, also kann ich mir auch eine 0 denken. 4 plus 0 ist 4. 8 plus 3 ist 11. Ich schreibe die 1 hin und wieder meine kleine 1. Ne? 11. 8 plus 3 ist 11. Dann kann ich die hier nicht vergessen, die kleine 1. 1 plus 4 ist 5 plus 1 ist 6. Jetzt habe ich keinen Übertrag, also schreibe ich hier auch nichts hin. 6 plus 3 ist 9 und 2 plus nichts ist 2. 2 plus 0. Und jetzt habe ich das fertig. So. Das kann ich jetzt mit noch viel größeren Zahlen machen, aber ich denke mal, wir hören jetzt mal mit der Erklärung an der Stelle auf. Ich mache mal Pause. So, wir haben gerade in der Klasse beschlossen, ja, ist alles klar soweit, das ist mit kleinen und einfachen Zahlen, ist das ja alles in Ordnung. Und ich habe gerade angewiesen, wie man übt. Und zwar, das Video immer anhalten, sobald die Aufgabe dasteht, selber rechnen und dann gucken, was hat der Olle Köhler hier selber ausgerechnet und zum Schluss überprüfen mit dem eigenen Ergebnis. Also immer, ich highlight das nochmal schnell mit Gelb hier, sobald die Aufgabe dasteht, Video anhalten, nicht weiter gucken, selber hinschreiben, selber üben und danach erst gucken, was ist hier ausgerechnet worden und vergleichen. So, ich mache das Video an der Stelle mal dicht, denn wir wollen das mal ausprobieren.